Hallo Ladies, hi ihr Lieben. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal so ein kleines bisschen so ein anderes Videoformat und zwar Mode. Nicht unbedingt neu gekaufte Mode, sondern Mode, die wir haben, also die wir irgendwie im Schrank haben, kürzer oder länger und was man damit machen kann und trotzdem trendy zu sein. Also wir haben jetzt im Herbst, wenn man in die Schaufenster schaut, ist es ja sehr blumig, hippie, Cowboy-Stiefel, lange Röcke, lange Kleider, Maxi mit Volant, mit Blümchen. Sehr, sehr verspielt, würde ich sagen. Aber ich habe zum Beispiel bei Sarah ein ganz tolles Kleid gesehen und wollte das gerne kaufen. Das ist ausverkauft. Herbstkollektion, das gibt es nicht mehr. Es hängt trotzdem schon seit Wochen im Schaufenster, nehmen es nicht raus, weil da irgendwelche Extrafirmen kommen, die die Schaufensterdeko machen. Und dieses Kleid hat mich inspiriert, einen Rock hervorzukramen, den ich im Schrank schon lange im Schrank zu hängen habe, wie man den jetzt im Herbst mit Stiefeln kombinieren kann. Und das möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Das ist jetzt das erste Outfit, also mit diesem Maxi-Blümchen-Sommerrock, den man durchaus auch im Herbst und Winter tragen kann, kombiniert mit Stiefeln, einer Strickjacke, einem Top, einem Pullover. Ich habe jetzt heute, also jetzt, ein olivfarbenes Shirt mit Dreiviertelarm. Sind alles keine neuen Sachen. Ich habe im Schrank geschaut, wie kann man jetzt der Mode entsprechen. Das ist ja alles sehr modisch, wieder mal sehr blumig und hippie und Maxi. Und die Röcke, die man so zu kaufen bekommt, die haben mir nicht gefallen. Und da habe ich jetzt den rausgekramt. Den habe ich jetzt kombiniert mit Wildlederstiefeln. Mit einem Keilabsatz. Die Farbe ist Ecru. Geht bis unters Knie. Solche Wildlederstiefel machen sich natürlich sehr gut zu leichteren, luftigen Stoffen. Ein Lederstiefel ist doch meistens ziemlich derb. Also Wildleder muss man natürlich gut pflegen. Der Stiefel ist jetzt bestimmt schon 4 Jahre alt. Und ich dachte erst mit dem Keilabsatz, naja, das geht nicht. Aber das läuft sich super bequem. Ist ein bisschen Plateau auch und kann man ganz toll drin laufen, ohne dass man Fußschmerzen bekommt. Was natürlich auch sehr schön aussieht, ist dieser Materialmix, also diese Brüche. Eine Lederjacke oder hier eine längere, dicke Strickjacke. Ich bleibe heute mal bei Grün. Grün ist ja auch in diesem Herbst sehr trendy. Diese Jacke ist allerdings schon 2 Jahre alt. Die ist von Better Rich. Ich glaube nicht, dass man die noch nachkaufen kann. Hat also so Eingriffstaschen hier und sehr bequem eine Kapuze, eine lange. Und das ist so eine schöne Oversize-Jacke, die man wunderbar über ein Outfit so schmeißen kann. Und es ist auch kuschelig warm. Und ich finde, ich mag das sehr gerne, so Brüche, Seide und Leder und Wolle miteinander zu kombinieren. Jetzt kommt noch ein grüner Pullover. Den könnt ihr aber noch kaufen, erzähle ich euch gleich. Dieses tolle Teil ist tatsächlich aus der Herbstkollektion von H&M. Das ist so ein Grün, so ein Moosgrün, aber durchwebt mit so ein bisschen, also so hell-dunkelgrün. Das ist sehr, also sehr, ein sehr schönes Grün, finde ich. Ein sehr schönes Grün. Oh, der kostet 19,95 Euro. Den gibt es noch in anderen Farben. Hat einen so einen halbrunden Ausschnitt. Weit unten angesetzte Ärmel, ist relativ kurz, hinten ein klein wenig länger, schön über die Nieren. Und ich habe jetzt mal Cowboystiefel dazu angezogen, cognacfarbene Cowboystiefel, weil Cowboystiefel, wie schön, viele werden sich freuen und haben die sicherlich noch im Schrank. Cowboystiefel feiern auch ihr Comeback, egal jetzt ob kurze, ob jetzt längere wie diesen oder auch diese kurzen gibt es ja auch für die Hose. So ein Cowboystiefel ist auch ein tolles Accessoire, um so seidige Röcke oder Kleidchen zu kombinieren, selbst im Herbst. Oder jetzt haben wir ja noch, es ist ja Frühjahr, es ist ja noch nicht schweinekalt, also wir können ja noch durchaus uns mit Wildlederstiefeln
durch die Gegend trauen, ohne Gefahr zu laufen, dass wir Eisfüße bekommen. Finde ich auch sehr hübsch. Ich wollte euch einfach mal so ein paar Styling-Tipps zeigen, was man mit einem Rock alles so machen kann. Und jetzt zeige ich euch noch ein Oberteil, was ich mir auch gekauft habe, also einen Mantel. Dieser stylische Mantel ist in einem Buderton, so ein Fake-Fur, ein Webpelz, jetzt nicht gar so Teddy-mäßig, aber auch nicht glänzend. Das ist ja Teddy-modern, es ist so glänzende Webpelz-modern und vor allem Pastellfarben, ob jetzt hellblau oder rosa oder auch rot und grün und braun und Cognac und schwarz natürlich wie immer. Diese hellen Farben machen natürlich, die sind ein bisschen frischer, die sind ein bisschen freundlicher im Winter. Und selbst über so einen Rock, ich habe ihn jetzt einfach mal angezogen, sieht da eigentlich gar nicht schlecht aus. Man kann den zu einer Jeans anziehen, also einfach so überwerfen. Und jetzt werdet ihr euch kaputt lachen, was der gekostet hat. Der ist sehr, sehr leicht. Habe ich gekauft bei PMC, also Peek & Cloppenburg. Der kostet 79,95 Euro. Und da dachte ich mir, nee, also den nehme ich mit. Das probiere ich zu Hause an, wie das ist. Wenn er mir nicht gefällt, dann gut, dann kann ich ihn wieder zurückbringen. Aber ich bin ziemlich... Und das Tollste an der Geschichte ist, man kann den sogar waschen. Der hat ja auch so Eingriffstaschen. Der ist, ich freue mich drauf, wenn ich den anziehen kann. Der ist wirklich... Das ist eine tolle Errungenschaft. Da habe ich mich also echt gefreut, als ich den entdeckt habe. Ja, die Fake-Fur-Jacke, ne? Pelze sind out, auch wenn man noch welche hat. Man trägt eben Webpelz in verschiedenen Farben, ob jetzt so ein Teddy-Look oder diesen glatten, glänzenden, diese glatte, glänzende Optik. Dieses sehr, sehr Teddy ist wohl nicht mehr, so ein bisschen Teddy nur noch, habe ich mir sagen lassen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Farben sehr freundlich sind. Rosé, Puder, Pink, Hellblau, Grün, Dunkelblau, auch Royalblau. Das macht doch den Winter, so diese graue Jahreszeit, ein bisschen freundlicher und frischer für uns. Also das Straßenbild sieht dann schon mal ganz anders aus, wenn der Himmel grau ist und die Leute vielleicht mit grauen Gesichtern rumrennen. Aber sie haben wenigstens einen bunten Mantel an und eine bunte Tasche. Ist auch nicht schlecht. Und ich habe lange gesucht. Ich hatte erst bei H&M einen sehr schön gefunden. Der war irrsinnig schwer. So ein Cognac-farbener, also so ein Jackenmantel. Der war nicht ganz lang. Das ging so, endete oberhalb des Knies. Der kostete 99 Euro. Aber den gab es nicht mehr in meiner Größe. Allerdings fand ich ihn auch zu schwer. Der war sehr, sehr voluminös. Und dann habe ich bei Marc Cain geguckt. Und da hatten sie schöne Jacken und Mäntel, die natürlich dann das 2-, 3-, 4-fache kosten. Und man weiß ja nicht, wie lange man das... Man möchte ja manchmal so It-Pieces haben, ohne so wahnsinnig viel Geld auszugeben, aber trotzdem ein bisschen mit der Mode mitzugehen. Man macht ja auch Mode, ist ja dafür da, um sich gut zu fühlen, genauso wie Make-up, Schminken, um sich gut zu fühlen, um sich schön zu fühlen. So, und dann dachte ich mir, nee, das ist zu teuer. Dann habe ich geschaut bei Breuninger, das gibt es hier im Frankfurter Raum. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland, ob das hier nur so... Rhein-Main-Gebiet mäßig ist, keine Ahnung, Flugzeug. Und dann war ich bei P&C und P&C ist ja nun deutschlandweit also vertreten und die haben ja auch sehr viele und auch preiswert und trotzdem gute Marken, auch hochwertige Marken. Und da habe ich diesen Mantel gefunden von Jakes, 79 Euro. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, ich habe den angezogen, den gab es auch noch in Small. Da dachte ich mir, wow. Der ist der Hammer. Aber oft ist es ja so, man denkt im Laden, wow, ist der Hammer. Und dann kommst du nach Hause und denkst, so ein Mist, jetzt, ne, was, wie sieht das aus, was mache ich damit, was ziehe ich dazu an? Diese Puderfarben, die sind auch schön zu Jeans. Wir ziehen ja alle irgendwie Jeans an, oder auch zu schwarzen Sachen. Apropos schwarz, ich bin ja so eine totale Schwarzliebhaberin. Ich habe sehr viel schwarze Sachen im Schrank, fast ausschließlich. Ich habe auch ein paar bunte und pastellige Farben, aber sehr viel, also zum größten Teil schwarz. Schwarz ist auch in, aber braun. Braun war ja auch so eine Farbe, ne? Braun hat man ja lange Zeit nicht getragen. Braun ist jetzt das neue Schwarz, genau wie irgendwann Blau das neue Schwarz war, also so ein dunkles Blau. Braun. Also Ladies, kramt eure braunen Klamotten raus, egal ob hellbraun, ob Camel, ob dunkelbraun, ob Cognac, braun, 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 beige, 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 beige.
Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Format gefällt, ob das ansprechend ist. Wenn man sagt, okay, wie style ich jetzt zum Beispiel so einen langen Maxi-Rock oder wie style ich eine Jeans? Was kann ich mit der Jeans? Man kann ja Jeans businessmäßig, man kann sie romantisch, man kann sie casual, man kann sie sportiv, man kann ja mit einer Jeans auch sehr viel machen. Das hängt dann wieder vom Oberteil von den Schuhen ab. Ob ihr an solchen Videos Interesse habt? Ich denke mal schon, wir sind ja dieser Best-Ager-Kanal, also Frauen 40 plus, 50 plus, 60 plus und mehr. Und sehr schön, meine Lieben, dass ihr so fleißig dabei seid, so treu immer dabei seid und mir so lieb schreibt. Also ich, manchmal bleibt mir echt fast das Herz stehen. Ich denke, mein Gott, was für Kommentare, wie schön ist das denn? In diesem Sinne wünsche ich euch, wie immer, ihr kennt meinen Spruch, das Beste, seid gut zu euch. Und bis bald. Ja, und für diejenigen, die neu bei mir sind, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ich lade dienstags, donnerstags und samstags 10 Uhr, so meistens vor 10, lade ich ein neues Video hoch mit Themen, die uns Frauen beschäftigen. Beauty, Klamotten, so ein bisschen Lifestyle, so ein bisschen Seelenkram und auch Kochen. Und das nächste wird ein Apfelkuchen, meine Apfeltat. So habe ich jetzt schon mal vorgegriffen. Ihr Süßen, macht's gut. See you soon.